Es gibt einen Ort im Herzen der Schweiz, wo man unberührte Natur und kulturelles Erbe in perfekter Harmonie findet. Die Rigibahn ist die älteste Bergbahn in Europa und läuft noch immer. Aber heute ist die Rigibahn einiges mehr als das. Wegen dem Engagement von zwei jungen Frauen, die eingestiegen sind, ist sie das perfekte Beispiel geworden, wie Tradition und Moderne zusammen existieren und sich gegenseitig inspirieren. Die Social-Media-Reise der Rigi hat im Jahr 2013 angefangen, mit ein paar wackeligen Schritten auf Facebook, Instagram und YouTube. Unser Ziel war es dann, das Ganze zu professionalisieren, und wir wollten herausfinden, wer unsere Gäste sind und was sie auf den sozialen Netzwerken über die Rigi schreiben und teilen. Wir haben uns dann für das Microsoft Social Engagement entschieden, wo wir alle Daten können bündeln und analysieren konnten, woraus wir dann gezielte Marketingmassnahmen können entwickeln konnten. Die Ausgangslage ist so, dass bei der Rigibahn seit 3 Jahren eine grosse Aufbruchsstimmung herrscht. Wir entwickeln uns vom reinen Bahnunternehmen zum Tourismusunternehmen. Wir haben verschiedene Strategien entwickelt, haben aber beispielsweise im Bereich Social Media keinen klaren Plan gehabt und haben dort einfach Hilfe gebraucht und haben dort junge Leute an Bord geholt. Die grösste Begeisterung, die von Social Media ausgeht, ist die Möglichkeit, dass man plötzlich mit den Kunden direkt interagieren kann. Was aber oft vergessen geht, ist, dass man eigentlich in erster Linie zuhören sollte, oder? Mit IAZ zusammen haben wir nachher eine Konkurrenz analysiert und nachher einen Keyword-Katalog erstellt. Der Keyword-Katalog hat aber noch eingegrenzt werden, also einen Feinschliff hätte es noch müssen geben, damit wir wirklich nur qualitativ gute Daten retour bekommen haben. Und anhand von diesen Daten haben wir uns nachher können inspirieren lassen. Die Resultate sind sehr spannend. Wir haben unsere Social Media Community in nur wenigen Monaten, vor allem auf Facebook, können verfünffachen. Wir haben neue Zielgruppen entdeckt, die wir vorher gar nicht daran gedacht hätten. Heute stehen wir viel besser im Kontakt zu unseren Gästen. Wir können mit ihnen interagieren und auf Feedbacks schneller reagieren. Wir sind dort präsent, wo sich unsere Gäste wohlfühlen. Das vordergründige Ziel war, Aufmerksamkeit zu erwecken, aber natürlich auch mehr Rigi-Besucher zu generieren. Und wir haben im Ganzen nicht erwartet, dass wir dank der Storys und der Bilder von unseren Gästen so viele neue Ideen bekommen und so viel für uns selber und über uns selber lernen können.